Hallo und willkommen zu unserer nächsten Serie, zu unserer nächsten Ausgabe von unserer Webinar-Serie Dremio Drives Lakehouse. Heute haben wir im Fokus Dremio mal ganz alleine präsentiert. Dremio, wie es funktioniert, was es macht. Ich habe dafür meinen Kollegen, den Viktor, mitgebracht, der uns das vorstellt. Viktor? Ja, hallo Bernhard, danke. Genau, also ich gehe jetzt heute auf Dremio und ich habe jetzt zwei Teile mitgebracht, also ein theoretischer Part, was mit Slides abgedeckt wird und dann auch eine Demo von Dremio, um eigentlich zu zeigen, was ist Dremio, was macht Dremio und was macht Dremio nicht. Zunächst vielleicht kurz über mich, also ich bin Solutions Architect bei Dremio seit über 3 Jahren und meine primäre Aufgabe ist ja zu erklären, also was ist Dremio und was macht Dremio. Für alle, die jetzt im Nachgang vielleicht auch Fragen haben, hier ist meine Mail, victor@dremio.com oder auch LinkedIn. Also feel free, just, um mich dann zu kontaktieren, um bestimmte Fragen dann zu stellen. Aber zunächst vielleicht kurz über Dremio selbst. Wo kommt Dremio her und was zeichnet Dremio aus? Also Dremio ist ein Silicon Valley Startup, im 2015 gegründet. Und wir haben eine gewisse Affinität zu Open Source. Also wir haben jetzt unterschiedliche Technologien entwickelt und eins davon ist sehr bekannt, ist Apache Arrow. Ich werde jetzt in Demo darauf eingehen, also was ist jetzt Arrow, was zeichnet Arrow aus, welche Vorteile bietet Arrow und entsprechend wird das jetzt ein Grundbaustein von Dremio sein, um zu erklären, also was haben wir jetzt hier in der Technologie. Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt über Dremio. Wir starten jedes Jahr eine Konferenz, eine Webkonferenz, Subsurface, wo genau dann erklärt wird, also wie die Journey von einem Data Warehouse zu einem Data Lake oder vielleicht auch einem Data Mesh stattfinden kann. Und dabei spricht nicht nur Dremio, sondern da kommen auch Kunden und die berichten und präsentieren ihre eigene Journey. Deswegen also, ihr seid alle willkommen und eingeladen, bei uns die Videos zu sehen, also um zu verstehen, also wie machen dann die anderen die Journey zu dem Data Lake. Aber vielleicht kurz noch über Technologie von Dremio. Wir sind jetzt nicht nur in dem Open Source Bereich, wir konzentrieren uns auch auf die Enterprise Anforderungen und hier ist nur eine Evolution von Dremio, wo gezeigt wird, also was haben wir denn noch sonst alles mitentwickelt, was Dremio noch auszeichnet. Und man würde jetzt sofort feststellen, dass wir, ja, wie schon gesagt, neben Open Source sehr viele Enterprise-Anforderungen erfüllen und weiterentwickeln. Zum Beispiel, es wird sehr viel in Role-Based Access Control investiert, es wird Single Sign-On für unterschiedliche BI-Tools bereitgestellt. Es werden auch weitere Technologien entwickelt, wie Apache Arrow Flight SQL. Oder auch sehr viel in Apache Iceberg investiert. All diese Themen werde ich jetzt gleich in meinem Demo auch präsentieren und angehen. Zunächst will ich aber einen Rückblick auf die Data Analytics zeigen, also dass wir einfach verstehen, wo kommen wir her und wo sind wir jetzt praktisch heute und wie wird dann die Reise in der Zukunft aussehen. Und wenn man die Data Analytics sich anschaut, dann sieht man, dass die Geschichte geht eigentlich da, dass wir Data Warehouse Applikationen gebaut haben und die waren primär für die Enterprise-Daten bestimmt. Das heißt, ich konnte jetzt meine KPIs, meine Reports damit bauen. Kurz danach hat man festgestellt, dass die Applikationsdaten genauso wichtig sind. Das heißt also, ich will jetzt nicht nur bestimmte Dateninfo festhalten, sondern ich will alle Daten speichern. Und dort später vielleicht sowas wie AI, Machine Learning auch starten, um bestimmte Erkenntnisse und Insights zu gewinnen, um wettbewerbsfähiger zu werden, um effizienter zu werden. Gleichwohl ist ein Aufstieg von der Cloud stattgefunden, wo wir gesehen haben, dass bestimmte Anwendungen in der Cloud jetzt viel einfacher zu betreiben sind. Und ein Paradebeispiel ist dafür Cloud Data Warehouse. Und da gibt es unterschiedliche Anbieter, die mir ermöglichen, ein Data Warehouse auf einen Knopfklick zu reduzieren, also das ganze Operation zu reduzieren, sodass ich dann sehr einfach meine Datenanalysen in der Cloud starten kann.
Und Ähnliches ist auch für die Big Data Storages wie Data Lakes auch stattgefunden. Also das heißt, dort ist auch sehr viel Innovation, um Daten zu speichern, um Daten zu analysieren. Und da sind ja weitere Formate wie Apache Iceberg, Delta Lake. All diese Formate ermöglichen mir praktisch, also mit meinen Daten noch viel flexibler zu werden. Das heißt, zusammengefasst, wir sind jetzt hier in so einem Technologiestand, wo ich einerseits mein Data Warehouse habe und andererseits ich habe mein Data Lake, wo ich dann auch die Daten speichere. Und die Vorteile dieser Systeme sind wie folgt. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwo meine Daten gesammelt und die landen primär in einem Data Lake. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das Ganze strukturiert, wie Bronze, Silber, Gold. Also das heißt, die Daten werden dort erstmal gespeichert. Aber die Frage bleibt dann offen, wie konsumiere ich ja diese Daten? Also ich habe jetzt meine Data Science, ich habe meine BI-Analysten, ich habe Applikationen, die wollen ja diese Daten lesen. Und die Antwort ist eigentlich nicht trivial. Also wenn man überlegt, okay, wie kann ich das jetzt hier nutzen? Und genau kommt hier Data Warehouse ja als erste Initiative, wo man sagt, okay, ich habe jetzt meinen Lake, aber ich muss diese Daten verfügbar machen. Und deswegen lade ich ja aus dem Data Lake in Data Warehouse meine Daten. Also das heißt, ich vervielfältige die Daten, ich mache Kopie der Daten, vielleicht muss ich auch die Entscheidung treffen, welche Daten fließen dann rüber. Und dann bleibt die Frage, kann ich das jetzt konsumieren? Und die Antwort ist, wir brauchen dann auch sowas wie ein Semantic Layer. Und dieses Semantic Layer wird sehr oft mit so einem BI-Extrakt gebaut oder mit einem Data Mart. Das heißt, auch dort wird dann Zeit und Ressourcen investiert. Und wenn wir das jetzt so aufgebaut haben, jetzt kommt dann die Frage, wie einfach ist das zu managen? Wie einfach kann ich jetzt bestimmte Sachen hier verändern, nachladen oder vielleicht erweitern? Und wenn man mit dem Thema sich beschäftigt, dann weiß man, dass das sehr viel Zeit und Ressourcen kostet. Und genau hier kommen ja diese zwei Technologien, wo man sagt, gut, ich habe ein Data Warehouse, ich muss Data Warehouse haben oder zumindest die Fähigkeiten von so einem Data Warehouse, wie Transaktionen, Data Quality, Schema-Definition. Aber gleichzeitig will ich ja flexibel sein, ich will einfach skalieren, ich will auch cost-effective sein, dass das nicht plötzlich sehr, sehr viel Geld kostet, um einfach Daten zu speichern. Und die Antwort ist ein Data Lakehouse, wo man jetzt die beiden Technologien zusammenführt und sagt, okay, ich nehme jetzt die Vorteile der beiden Systeme und implementiere in so einem Data Lakehouse, wo ich gleichzeitig Daten günstig speichern kann, wo ich mein System einfach skalieren kann, aber die Tabellen, die im Lake liegen, sind transaktional gesichert. Oder mein Schema kann auch sich entwickeln. Das heißt, ich hab so eine Schema Evolution. Und wie sieht das eigentlich aus? Also wenn wir das jetzt anwenden, dann kommt genau Dremio zur Geltung und wir sehen, dass Dremio jetzt dazwischen geht und sagt, okay, die Daten sind im Lake gelandet. Jetzt wollen wir die Daten auch analysieren von unserem Lieblings-BI-Tool oder Lieblings-Data Science-Tool. Und dabei ist aber wichtig, dass dieses Tool direkt über Dremio auf Data Lake zugreift. Und dabei machen wir keine Kopie der Daten. Das heißt, die Daten, die im Lake gespeichert sind, in analytischen Formaten wie Apache Parquet oder auch Apache Iceberg, bleiben auch dort. Das heißt, wir haben direkten Zugriff von einem BI-Tool über Dremio auf den Data Lake. Gleichzeitig, also wenn die Daten noch nicht im Lake sind, also sind irgendwo in einer Datenbank, es soll ja nicht ausgeschlossen werden. Also die Daten sollen nicht ausgeschlossen werden, sondern ich habe weiterhin die Möglichkeit, mit Dremio darauf zuzugreifen. Und wenn ich jetzt anschaue, wie würde so ein Lakehouse dann in dem Fall aufgebaut, nochmal Rückblick, Data Lake, Open Data Lake, vor allem also mit den Technologien, die offen sind, ist ja wie folgt aufgebaut. Ich habe mein Storage, wo ich dann meine Files speichere und dann habe ich ja mein Engine. Und genau da kommt ja zu so einem Art Konflikt, dass ich nicht alle Use Cases abdecken kann, weil ich ja die Data Warehouse Capabilities hier nicht habe. Aber wenn ich jetzt ein Lakehouse aufbaue, ein Open Lakehouse, dann kommt ja genau Apache Iceberg oder Delta Lake als Tabellenformaten, die mir
ermöglichen, Daten zu transformieren, Transaktionen zu fahren, Daten anzupassen, zu modifizieren. Und noch eine Komponente, die wir jetzt bei Dremio entwickelt haben, ist Project Messy. Ermöglicht mir, mit Daten zu arbeiten, wie man das von dem Git-Code kennt, also dass ich jetzt mit Daten versionieren kann, dass ich ja praktisch also meine Main-Tabelle nehme und mit Main-Tabelle arbeite, um bestimmte Experimente zu machen, ohne dabei aber Kopie der Daten zu erstellen. Und wenn man dann anschaut, wie ein Messy funktioniert, hier ist ein Beispiel und vielleicht jetzt hier auf der Seite haben wir ein Beispiel, wie ich Daten selektiere, indem ich dann entsprechend eine bestimmte Branch habe. Und auf der Branch bin ich in der Lage, hinzugehen und mir zum Beispiel ein Select abzusetzen, indem ich auch ein Time Travel habe. Wenn ich aber sage, dass ich jetzt nicht die Main Branch nutzen will, sondern ich bin in der Lage, auch hinzugehen und meine ETL Branch auch zu nutzen, wo ich sage, okay, da sind noch einige Veränderungen und da ist ja ein ganz anderer Datenbestand. Und was auch sehr interessant mit dem Mechanismus wie Branching, kann ich ja auch hingehen und mir eine Multi-Table-Transaction aufbauen. Das heißt, ich bin jetzt hier auf der Seite, wo ich dann auch meine ETL-Job gestalte und in dem Job kann ich ja unterschiedliche Engines nutzen, um die Daten zu verändern. Das heißt, hier, wie in dem Beispiel, nutzen wir Spark und dann nutzen wir zum Beispiel Dremio. Und das führt einfach dazu, dass wir die Daten von unterschiedlichen Engines konsistent wegschreiben können. Und wir sind jetzt nicht limitiert auf einen Engine, wie jetzt so klassisch auf eine Datenbank, sondern dadurch bin ich ja viel, viel flexibler. An der Stelle würde ich jetzt in eine Demo gehen und das, was ich jetzt theoretisch auch gezeigt habe, praktisch auch in einem Demo zeigen. Was habe ich jetzt vorbereitet? Also ich habe jetzt hier ein Dremio Cluster. Mein Cluster läuft in dem Fall auf einem Kubernetes Service. Wichtig ist aber zu wissen, dass Dremio kann überall deployed werden. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach auf einer Maschine das deployen, auf Hadoop Yarn, in Kubernetes, oder ich kann auch schließlich eine fully managed Dremio in der Cloud von Dremio nutzen. Ich logge mich ein und ich bekomme mein Haupt-UI von Dremio. Hier auf der linken Seite habe ich ja unterschiedliche Objekte, wie Object Storages, Datenbanken oder Metastores wie Hive-Katalog. Ich kann sehr einfach ein Data Source hier anlegen und entsprechend also kann ich jetzt aussuchen, was ich jetzt gerne hier connecten möchte. Und zum Beispiel nehmen wir ein Azure Storage. Dann kann ich die Information hier eingeben, um zu sagen, so connecte ich mich zu einem Azure Storage. Und wenn die Verbindung aufgebaut wurde, wir gehen jetzt hier in ADLS Gen 2, wir haben einen Container Dremio und da liegen auch die Folder mit Informationen. Und so ein Folder kann zum Beispiel unterschiedliche Parquet-Files beinhalten. Und das Gute ist, also ich kann in Dremio hingehen und mir den kompletten Folder promoten zu einer Tabelle. Das heißt, Dremio baut eine Fassade und entsprechend also diese Fassade wirkt wie eine Tabelle für einen End-User, der dann aus einem BI-Tool zum Beispiel auf Dremio zugreift. Was zusätzlich neben den Access zu den Daten ist eine sehr wichtige Feature in Dremio Semantic Layer. Das heißt, mit Semantic Layer kann ich mir eine Business-Logik aufbauen, die dann wiederum nicht in einem bestimmten Tool eingeloggt wird, sondern von allen Mitarbeitern im Unternehmen genutzt werden kann. Und die Semantic Layer Views in dem Fall werden in Spaces gespeichert und ein Space kann ich dann entsprechend nach Organisation gestalten, nach einem Projekt gestalten und wir können auch dann komplexe Strukturen in einem Space auch aufbauen. Hier ist ein Beispiel von meinem eigenen Folder bei Solutions Architects und das kann ich hier nutzen. Manchmal kommt es auch zu Situationen, dass die Daten weder noch im Lake oder weder im Lake noch in einer Datenbank sind. Und ich weiß, dass die zum Beispiel bei mir auf der lokalen Instanz gespeichert sind. Und ich habe hier meinen eigenen Space, was ich einfach dazu nutzen kann, als Beispiel, dass ich mir ein File
von meiner lokalen Maschine, zum Beispiel CSV-File, hochladen kann. Wenn ich jetzt auf Speichern geklickt habe, ist dieser CSV-File nicht in Dremio hochgeladen, sondern direkt in ein Data Lake. Und das zeichnet ja Dremio aus, dass die Daten immer außerhalb von Dremio sind. Das heißt, in Dremio selbst haben wir die Daten nicht, sondern wir erlauben, eine Live-Query hier auszuführen. Was wir speichern die Metadaten, zum Beispiel, wie so ein Dataset heißt, wie so ein Dataset auch aufgebaut ist, also welche Felder wir haben, welche Datatypes. Und das sind so Metadaten, die innerhalb von Dremio gespeichert werden. Und das Tolle ist, dass diese Metadaten durchsuchbar sind. Das heißt, ich will jetzt in einen Use Case von einem Data Analysten hier wechseln und der Data Analyst würde sich anmelden in Dremio und nach diesen Daten suchen. Und der Analyst sucht zum Beispiel nach der Qualitätsstufe Gold und er findet hier ganz viele Daten, die jetzt hier mit Gold markiert sind. Wir können auch hingehen und sagen, wir suchen eigentlich nach Trips. Das heißt, ich kann meine Suche unterschiedlich gestalten, um die Daten zu finden. Aber wir gehen zunächst auf New York City Trips. Klicken auf Preview und wir bekommen entsprechend hier die Daten-Preview. Das heißt, wir können hier sehen, also wie die Daten aufgebaut sind. Im ersten Schritt also will ich ja die Daten verstehen. Daher gehe ich auf den Katalog. Und im Katalog gibt es eine Wiki, die dann auch Informationen beinhaltet, die zum Beispiel ein Data Engineer hinterlassen hat, sodass ich als Data Analyst auch nachvollziehen kann, worum geht es hier. Also Dimensionen, Measures, es ist wohl 1 Milliarde Records auf dem Data Lake. Eine gewisse Datenqualitätsstufe wurde hier erreicht und so weiter. Was ich noch machen kann, ich kann hier zum Beispiel mir weitere Tags vergeben. Und wir nehmen also klassisch 4711 als ein Business-ID. Und mit dieser Business-ID ist eine bestimmte Anforderung auch verbunden. Und wir haben jetzt ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht damit arbeiten und die gehen hin und suchen nach bestimmter ID und die finden sofort alle Datasets, die dazugehören. Das heißt, ich kann meine Collaboration und Sharing hiermit auch erweitern. Wir gehen zurück auf die Daten hier und wir wollen zunächst verstehen, also ist das denn wirklich 1 Milliarde Records, wie in der Wiki beschrieben. Und was wir machen hier, wir führen einfach einen Count-Stern aus. Und wenn wir anschauen, dann sehen wir in der Tat, dass wir über 1 Milliarde Records haben. Und was ich jetzt will, was ich jetzt machen möchte als Data Analyst, ich will ja praktisch also diese Daten analysieren. Wir sehen, dass wir Power BI und Tableau hier direkt integriert haben. Generell ist Dremio agnostisch, was BI-Tools anbetrifft. Also wenn die ODBC, JDBC sprechen und verstehen, dann können die über Dremio eine Live-Query absetzen und die Abfrage dann entsprechend so also bedienen. Wir nehmen jetzt als Beispiel Tableau. Wir bekommen einen File, was eine Verbindung für den Tableau Desktop ermöglicht. Ich öffne jetzt einen File und gleich wird dann Tableau Desktop hier erscheinen. Ich muss mich einmal anmelden. Und nun haben wir uns angemeldet und wir können hier vergleichen, ob wir wirklich 1 Milliarde Records haben. Und in der Tat, also das ist jetzt die gleiche Datenmenge und wir sind auch auf dem gleichen Dataset. Also wenn wir das einfach mal kurz zusammenschreiben oder kurz zusammenfassen, ich als Data Analyst, ich melde mich bei Dremio, ich gehe jetzt in die Suche, ich finde jetzt Dataset, was ich benötige, klicke auf den Button, connecte mich mit Tableau. Und jetzt bin ich hier und ich kann mein Dashboard bauen. Das heißt, das hat jetzt gerade mal ein paar Minuten gedauert, aber das ist jetzt erstes User Experience oder Analysten Experience, was Dremio auch bereitstellen kann. Aber wir versuchen jetzt auf der 1 Milliarde Records auch ein Dashboard zu bauen. Wir gehen jetzt hier und selektieren zum Beispiel Pick Update und Tableau macht automatisch so eine aggregierte Abfrage und wir sehen jetzt hier für jedes Jahr, wie viele 100 Millionen Fahrten gemacht worden sind in New York City. Aber zusätzlich will ich auch noch einen Tip-Amount hier aufnehmen. Das heißt, ich will sehen, also wir haben dann Menschen getippt und anstatt der Summe will ich jetzt hier einen Durchschnitt mir berechnen lassen. Und nochmal, das ist jetzt alles live interaktiv auf der 1 Milliarde Records, was wir hier durchführen.
Und wenn man möchte, dann können wir auch reindrillen auf die zum Beispiel Tagesebene, um zu sehen, also wie viele Fahrten wurden hier pro Tag gemacht. Ja, man merkt also, dass wir ziemlich schnell die Ergebnisse bekommen. Und um zu verstehen, also was passiert jedes Mal, wenn ich in Tableau klicke, gehen wir zurück zu Dremio. Und hier haben wir die Möglichkeit, praktisch unsere Jobs anzuschauen. Und man sieht jetzt hier von Victor, also von mir, sind die Abfragen auf New York City Trips ausgeführt mit JDBC Client. Und dann sehe ich Datum, Uhrzeit und wie lange es gedauert hat. Übrigens, also wenn jetzt in einem Unternehmen Audit als eine Anforderung gestellt ist, dann kann man sehr einfach hingehen und praktisch also all die Jobs, die jetzt hier gespeichert sind, auch exportieren und dann später auch nachweisen, wer hat jetzt welche Abfrage zu welcher Zeit ausgeführt. Und wir gehen jetzt in diese letzte Abfrage, die auf der Tagesebene stattgefunden hat. Und wir sehen ja praktisch also, dass wir diese eine Milliarde unter eine Sekunde ausgewertet haben. Das heißt also, wir haben Sub-Second Response Time für eine Milliarde. Und hier ist auf jeden Fall die Frage, wie geht das? Also was nutzt Dremio für die Beschleunigung der Abfragen? Und hier sind drei Mechanismen, die ich jetzt hier erwähnen möchte. Also zum Ersten, ich habe ja am Anfang gesagt, wir nutzen Apache Arrow-Technologie. Und Apache Arrow ist eine Technologie, die in-memory prozessiert wird. Und die Daten, die im Lake Columnar gespeichert sind, werden auch in Memory Columnar gehalten. Das heißt also, Arrow erlaubt uns, die Daten, die ich jetzt Columnar gespeichert habe, direkt zu lesen und Columnar zu prozessieren. Und das zeichnet Dremio aus, dass wir darauf unsere Plattform aufgebaut haben. Die zweite Sache oder unsere nächste Möglichkeit, Sachen zu beschleunigen, wenn wir jetzt hier diese Abfrage anschauen, dann wird diese Abfrage nicht auf eine Single-Maschine ausgeführt, sondern wir gehen hier. Und wir sehen, dass wir einen Master-Koordinator haben und multiple Exekutoren. Das heißt, diese eine Abfrage kann verteilt werden auf multiple Maschinen und damit habe ich eine massiv parallele Processing. Und da die Daten nicht in Dremio sind, können wir sehr einfach skalieren. Das heißt, ich weiß, dass die Abfrage ganz viele Daten jetzt braucht, vielleicht mehrere Terabytes. Dann kann ich hingehen und mir vielleicht 10, 20, 100 Exekutoren dazuschalten, die Abfrage ausführen und im Nachgang kann ich die Exekutoren wieder abschalten. Das heißt, wir können sowohl Scale Up als auch Scale Down, weil wir an der Stelle stateless sind. Und die dritte Möglichkeit ist auch sehr interessant. Wir sehen jetzt hier eine Beschleunigung oder Acceleration mit einer Reflection. Und was ist eigentlich eine Reflection? Also am besten zu vergleichen ist mit einer Datenbanktabelle. Wenn man, wenn man eine Abfrage in einer Datenbanktabelle hat und sagt, ich will keinen Full-Table-Scan haben, also ich will jetzt nicht, dass die komplette Tabelle gescannt wird nach bestimmten Werten, dafür muss ich einen Index aufbauen. Das heißt, ich baue einen Index und damit hat der Query Planner die Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, gut, ich habe einen Index und entsprechend also kann ich deine Abfrage beschleunigen. Im Big Data hingegen ist das schwer, einen Index aufzubauen. Wir haben nicht eine Single-Maschine, wo wir jetzt alles in RAM laden können, sondern wir haben jetzt eine verteilte Architektur. Deswegen also bei Dremio haben wir Index als Inspiration genommen, eine Datenbanktabelle-Index. Und wir haben das mit materialisierten Views kombiniert und das ist jetzt eine Reflection. Das heißt, was passiert hier in dem Fall? Ich kann hingehen und sagen, ich brauche eine Reflection mit diesen Dimensionen und mit dieser Kennzahl und muss alles sortiert und partitioniert werden. In dem Fall wird Dremio dann das umsetzen und als Parquet oder Apache Iceberg im Lake speichern. Und zur Laufzeit, wenn ich dann meine New York City Taxi abfrage, ist der Query Planner, der untersucht, habe ich dafür eine Index oder Reflection, damit ich dann Full-Table-Scan vermeiden kann. Und in dem Fall hatten wir genau dann eine Reflection und entsprechend also wurde das Ganze beschleunigt. Es gibt zwei Typen von Reflection, Aggregate Reflection, das heißt also, wenn ich jetzt eine aggregierte Abfrage gestalte, oder eine Raw Reflection. Und das ist auch interessant, weil das ähnelt sich sehr dem Index, wo ich hingehe und sage, also welche Felder ich für meine Abfrage benötige. Use Case an der Stelle ist sehr interessant. Stellt euch vor, ihr habt eine OLTP-Tabelle und ich darf analytisch gar nicht auf die Tabelle gehen. Also das heißt, die Antwort ist,
von DBA, bau dir eine ETL-Strecke, über die Nacht kannst du die Tabelle offloaden und am nächsten Tag in deinem Data Warehouse, Data Lake analysieren. Was man aber dagegen machen kann, also um das Ganze zu beschleunigen, ich baue eine Reflection in Dremio auf und diese Reflection hat dann entsprechend also diese 4, 5 Columns, die ich benötige und es entsteht ja ein Parquet-File und die Abfrage wird dann über Dremio an Richtung Reflection weitergeleitet und nicht Richtung OLTP-Tabelle. Dadurch gefährde ich ja mein OLTP-Workload nicht, aber ich habe gleichzeitig auch die Möglichkeit, Daten analytisch auszuwerten. Wir wechseln jetzt die Perspektiven von einem Analysten Richtung ja, Power User oder Data Engineer und ich zeige wie man jetzt Semantic Layer anwendet in Dremio, um Sachen auch hier vorzubereiten. Dafür suchen wir einen Fall namens Mitarbeiter und ich habe jetzt eine Tabelle, die ist als Mitarbeiter auch hier getaggt, aber das sind Employees, die Daten liegen in einem Azure Data Lake Storage. Lass uns Preview anschauen und was ich jetzt hier als Preview sehe, ist ID, First Name, Last Name, E-Mail. Und bei E-Mail sehe ich jetzt, dass das in einem falschen Format ist. Und ich will jetzt gerne die Daten auch eigentlich in ein richtiges Format überführen. Zunächst Convert Case, weil wir wollen ja, dass E-Mails kleingeschrieben sind und kleingeschrieben werden. Und da habe ich die Möglichkeit, das jetzt so zu ändern. Und was mir noch fehlt, ist die Domäne. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Funktionen anzuwenden. Und hier ist die sehr wohlbekannten SQL-Funktionen. Und wir suchen hier nach der Funktion deconcat. Und da können wir dann entsprechend also die zwei Strings konkatenieren. Und voilà, haben wir das in einem Format praktisch verändert, wie eine E-Mail auszusehen hat. Eine zweite Aufgabe, die Telefonnummer der Mitarbeiter dürfen wir nicht freigeben. Aber die Vorwahl, die würde ich jetzt gerne hier extrahieren. Und dann nennen wir das Feld als Area Code. Und da sehe ich hin, haben wir jetzt ein neues Feld angelegt, was vorhin gar nicht existiert hat. Und die Telefonnummer, lasst uns das einfach entfernen, weil wir das nicht brauchen. Und die letzte Aktion auf dieser eine Tabelle ist, dass wir Department ID haben, aber keine Namen der Abteilung. Und ich weiß, irgendwo ist eine Dimensionstabelle mit dieser Information. Und ich kann hier hingehen, Custom Join, Search, und ich suche nach Departments. Was ich aber vorfinde, ist eine Postgres-Datenbank. Das heißt nochmal, hier ist ein Data Lake, hier ist eine Datenbank, und wir können diese zwei Systeme miteinander verbinden, indem wir sagen, Department ID equals Department ID. Apply. Und wenn wir jetzt hier am Ende der Tabelle, dann sehen wir die beiden IDs und die Information über Departments wurde dazu praktisch gejoint. Und vielleicht auch hier an der Stelle wollen wir nur bestimmte Departments analysieren. Und da können wir hingehen und sagen, wir wollen Shipping, Sales und IT. Apply. Und das ist etwas, was ich jetzt zunächst als eine View speichern kann. Und dann nennen wir das jetzt hier Start Product. Und ich lege das einfach hier direkt in meinem Folder ab. Und wenn wir jetzt auf Graph gehen, dann sehen wir genauso, wie das Ganze entsteht. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Tabellen, die sind physikalisch. Und dann habe ich hier eine Operation oder mehrere Operationen durchgeführt, um Daten halt in Form zu gießen und entsprechend also Daten auch zusammen zu joinen. Aber das ist jetzt keine Kopie, sondern in dem Fall ist das eine View auf diese zwei Tabellen. Und die sieht wie folgt aus. Hier ist unser Product, Data Product. Und ich will jetzt einfach mal anschauen, was habe ich jetzt in dem Data Product. Und wir sehen hier, dass wir ein SQL-Statement haben. Das heißt, wenn ich in UI mir die Sachen zusammengeklickt habe mit Concat oder mit einem bestimmten Filterbedienungen, da wurde auch ein SQL gebaut. Das heißt, auch eine Person, die jetzt mit dem SQL sich vielleicht nicht gut auskennt, ist in der Lage, Dremio zu nutzen und die Abfragen hier zu gestalten. Dabei ist es wichtig, also ich schreibe nicht wie vielleicht so oft ein riesen SQL mit allen möglichen Transformationen, sondern ich schreibe mir eine kleine Transformation und nutze dann diese Abfrage als Ausgangstabelle. Und wir können hingehen und sagen,
Wir wollen jetzt noch weitere Veränderungen hier machen. Also wir sagen jetzt mal, Data Security muss sich das Ganze anschauen und sagt, oh, Kreditkarteninformation darf nicht gepostet werden. Die wollen das auch entfernen. Und dann speichern die das auch als eine View und sagen, Secured Product. Und dann legen wir das auch hier in dem Fall bei mir in meinem Folder. Katalog, Graph. Und hier in dem Graph sehen wir genau den Lineage und wie die ja praktisch Transformation der Daten stattfindet, ohne dabei eine Kopie zu erstellen. Also überlegt euch aus der Storage-Perspektive, also wenn ich jetzt x Abteilungen habe, Marketing, Sales und so weiter, HR, die können ja hingehen und praktisch also ihre eigene Sicht auf die Daten aufzubauen, ihre eigene Datendomäne aufbauen, ohne dabei eine Kopie zu erstellen. Warum ist das denn vom Vorteil? Wenn der Mitarbeiter Unternehmen verlässt, ich kann jetzt hingehen, praktisch also den Mitarbeiter löschen und nächstes Mal, wenn jemand hier die Abfrage ausführt, dann sind die Daten auch raus für diesen einen Mitarbeiter. Das heißt, von der Governance-Perspektive bin ich viel, viel sicherer und ich muss jetzt nicht ein kleines Projekt starten und praktisch die Datenaggregate irgendwie wieder aufräumen, neu berechnen zu lassen. Für den Endkonsument ist das auch vom Vorteil. Die Person greift praktisch jetzt auf dieses ein Secure Product und sagt, okay, ich will das jetzt analysieren. Und wir wechseln jetzt hier die Analysemöglichkeit. Also wir machen jetzt kein BI-Tool, sondern wir gehen jetzt hier auf ein Jupyter. Und hier in dem Jupyter connecte ich mich praktisch per PyOdbC und ich mache hier die Abfrage auf mein Data Product. Und wenn ich die Abfrage hier ausführe, dann bekomme ich ja auch meine Daten hier zu sehen. Und wir haben jetzt plötzlich eine Situation geschaffen, wo ein Data Analyst und Data Scientist auf der gleichen Datenbasis arbeiten können, weil ich als Data Architect oder als Power User die Datenprodukte bereitstelle, die in Dremio gespeichert sind als eine View. Und entsprechend also bin ich jetzt auch in der Lage, dann am Ende des Tages Äpfel mit Äpfel zu vergleichen, weil die Datengrundlage gleich ist für alle. Vielleicht noch eine Sache, weil wir am Anfang über Apache Arrow gesprochen haben und ich habe ja schon vorgestellt, also wie schnell die Abfrage abläuft, aber hier ist auch ein Beispiel, wo ich dann einen Vergleich zwischen Arrow Flight, ist ein Protokoll, was in Arrow eingebaut ist, mit ODBC vergleiche. Also wir haben jetzt in dem Fall eine Abfrage auf wieder New York City Trips und wir wollen 1 Million Records abfragen. Und hier mache ich dann die Abfrage, in dem Fall einmal mit ODBC, einmal mit Flight. Und die Ergebnisse sind interessant, dass ODBC 17 Sekunden braucht, um die 1 Million Records zu lesen und Flight unter 1 Sekunde. Also gleiches Cluster, gleiche Abfrage, gleiche Datenmenge. Aber man sieht einfach, wie effizient der Arrow ist. Am Ende des Tages heißt es, ich brauche weniger Ressourcen, aber es ist auch dann günstiger, um diese Abfrage durchzuführen. Zurück zu Dremio, um letzten Punkt auch hier vorzustellen. Wir haben jetzt über den Access zu den Daten gesprochen, wir haben über die Beschleunigung der Abfragen gesprochen, über Semantic Layer gesprochen. Und Semantic Layer war bis jetzt immer so virtuell. Aber es gibt die Situation, wo man sagt, ja, ich will aber die Daten verändern. Wir haben ja über Lakehouse gesprochen. Und Lakehouse heißt, ich will auch meine DML-Operationen haben, also wie Update, Insert, Merge Into. Und hier ist ein Beispiel, wie ich das eigentlich aufbauen kann. Also wir sehen jetzt hier einige Abfragen, wo ich dann eine Tabelle droppe, erstelle, Tabelle mit Informationen dann befülle, Informationen verändere und Sachen auch lösche. Und wenn ich das einmal ausführe, dann werden die Schritt für Schritt oder nacheinander abgearbeitet von Dremio. Und wenn das jetzt gleich durch ist, dann kann ich hingehen und anschauen. Zunächst, ich habe eine Tabelle, die will ich jetzt einfach löschen. Im zweiten Schritt erstelle ich ja praktisch die Tabelle. Und wenn ich jetzt mir anschaue, dann habe ich jetzt dort einen Datensatz reingeschrieben. Im nächsten Schritt stelle ich fest, ja, da passt was nicht. Also da muss ja Full Name rein. Und das ist ja genau, was ich jetzt mache, dass ich ja praktisch also meine Tabelle anpasse. Im zweiten Schritt, also will ich jetzt noch einen Mitarbeiter oder einen Kollegen hinzufügen, wie Max Mustermann. Den haben wir jetzt da. Und dann stelle ich fest, ja, eigentlich muss ich ja, also Viktor Kessler, da auch aus Tabelle gelöscht werden.
Und das ist jetzt ein Endergebnis. Hier ist aber interessant, ich habe jetzt keine Datenbank dafür, sondern ich habe ein Azure Data Storage. Das heißt, ich habe jetzt hier in Dremio mir die Möglichkeit genommen, mit Apache Iceberg eine Tabelle auf dem Data Lake zu nutzen und praktisch mein Data Lake als eine Datenbank einzusetzen. Zusammengefasst, was ist Dremio und was macht Dremio? Also Dremio hat die Möglichkeit, dann sich zu unterschiedlichen Datenquellen zu connecten. Dremio hat die Möglichkeit, auch die Abfragen zu beschleunigen. Ich habe die Möglichkeit, Semantic Layer aufzubauen. Und zu guter Letzt, ich habe dann die Möglichkeit, mit Modifikationen meine Daten auch in so eine Form zu gießen, wie die zum Beispiel also von meinen Fachbereichen nutzen. So viel zu Dremio, Bernhard. Victor, super lieben Dank. Das war eine wirklich umfassende und informative Präsentation von Dremio, was das Werkzeug alles kann, was die Plattform alles für uns erreichen kann. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Sehr gerne. Wir haben noch weitere Webinare im Angebot, die jetzt regelmäßig released werden. Und jeder, der sich für dieses Webinar angemeldet hat, bekommt automatisch eine Einladung für das nächste. Und dort gehen wir dann auf die nächsten weiteren Themen ein. Vielen lieben Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.